680 Euro für diese beiden Plätze bezahlt, nur damit der Typ mir sagt, ich darf hier nicht filmen. Und das hier soll unser Hotel sein. Ja, aber muss ich es auch mal gut gehen lassen? Du dachtest doch nicht, dass du für 100 Euro Budget jetzt hier schön real in den PSG gucken kannst. Willkommen zu 100 Euro versus 10.000 Euro Stadionbesuch. Das Rematch. Das Rückspiel Madrid gegen Paris steht an. Und wir starten auch direkt rein. Es ist 5.22 Uhr und Siggi und ich haben die 10.000 Euro diesmal. Und diesmal ist es so, dass wir den billigen Trip haben. Und es geht natürlich zum Rückspiel Madrid gegen PSG. Wir letztes Mal mit Bus gefahren, das wird diesmal komplett anders. Geil. Mit 100 Euro erstmal überhaupt nach Spanien zu kommen, schwierig. Wir hasteln los zum Flughafen, ein bisschen früh aufstehen, das ist eine Krise. Aber man muss da durch, wenn man 10.000 Euro Budget hat. Yeah. Ich würde sagen, let's go. Hey Leute, wir haben einfach 5:30 in der Früh. Wir sind ein bisschen tot. Wir gehen jetzt erstmal, fahren jetzt erstmal zum Flughafen. Da treffen wir natürlich auch das andere Team. Und was das Geld angeht, ich lasse mich gerade von meiner Freundin zum Flughafen fahren. Danke nochmal. Deswegen 0 Euro auf jeden Fall schon mal, um überhaupt zum Flughafen zu kommen. Was die Flüge kosten, besprechen wir gleich. Der fresheste Merch im Game ist natürlich auf dieser Reise auch am Start. Der Brotatos Bandit, wenn man ihn so ein bisschen sehen kann. Ja, erster Link in der Beschreibung, sag ich da, ne? Keine Ahnung, ob die schon irgendwas gefilmt haben. Ansonsten sind wir jetzt am Flughafen. Wir sind am Flughafen, noch vor 6 Uhr. Ach du Schande. Bruder, we made it. Wir haben uns noch kurz verfahren, aber wir sind jetzt beim Flughafen. Und jetzt treffen wir die anderen Stricher. Wen haben wir denn da? Der Mo. Der Mo. Heute nur 20 Minuten zu spät, sagst du? Ja, nicht schlecht. Und hier ist das zweite Team. Also das hier, stellt euch ja mal zusammen, Jungs. Es wird heute eng. Das hier ist Team 100 Euro. Easy, easy. Haben wir jetzt schon fast weg mit dem Flug, ne? Mehr als weg. Wir fliegen nämlich diesmal zusammen. Aber ihr werdet sehen, wo der Unterschied liegt. Wir haben nicht so nice Plätze, ja? Leute, das wird heute eine ganz enge Kiste. 60 Euro Flug, 10 Euro Sandwich. Bleiben noch 30 Euro, ne? Ja, wenn was ist, komm, ich gebe dir ein bisschen was. Danke. Muss nur sagen, eine Euro. Ich möchte nur Grey Goose heute bekommen. Der Rest ist mir egal. Das gibt's nicht. Wir verabschieden uns jetzt von dem niederen Fußvolk. Wir sind weg, ne? Man sieht Erfolg, Jungs. Ab jetzt jeder für sich. Ciao. Die Jungs sitzen jetzt schon im Flieger, in der Business Class. Also sowas haben wir heute nicht nötig, ne? Das finde ich schon ein bisschen abgehoben. Ja, das ist abgehoben. Macht die auch irgendwie unsympathisch, finde ich, ne? Also wir hier ganz auf locker flockig heute unterwegs. 44,50 Euro. Damit, ich habe auf 45 aufgerundet, ne? Weil 50 Cent Trinkgeld muss sein. Ey, ehrlich, der Service war kacke, das war nicht gut. Auf ganz, ganz entspannt, jetzt hier als Erste in den Flieger, man kennt's. Weil diesmal hauen wir komplett auf Kacke. Wir kennen kein Zurückhalten. Was Holzi und Mo gemacht haben, war nix. Englisch. You are filming, and you have faces, which is not you. Yeah, I on the screen, so it's not possible. Yeah, but I will nothing to do with it. Yeah, I don't know what are you going to do with the video, but if I appear on the video, it's not possible to film. Okay, and like you this, know? It's only my face. You see here? This is my face. You see my hand? Yeah, but all right. What? Why are you gay? 680 Euro für diese beiden Plätze bezahlt, nur damit der Typ mir sagt, ich darf hier nicht filmen. Dem geht's gut, Alter. Noch sein Leben. Abgehoben. Ja, da ist auch noch ein Platz frei. Lass mal hier rein. Du darfst ja gar nicht hier mit uns reden. Hau ab nach hinten. Guten Flug, Siggi, ne? Ich habe gehört, extra viele Turbulenzen in der Business-Klasse. Ich weiß ja nicht, was die anderen Jungs da vorne jetzt treiben. Aber ich werde die 3 Stunden, glaube ich, einfach nur versuchen zu schlafen, ey. Ich habe 4 Stunden diese Nacht geschlafen. Wie lange hast du geschlafen? Oh, 4 Stunden maximal. Oder?
geisteskrank. Und heute Abend müssen wir noch funktionieren, ne? Spiel wichtig. Ich hab Hunger, Alter, ich hab Hunger. Sehr wichtig. Langer Abend. Frühstückszeit hier, der See packt sich den Schinken aus. Maschallah, einfach geil. Okay. Bist du nicht auch etwas durstig? Ja. Dann machen wir so. Und dann warten wir kurz. So muss. Wir sind angekommen in Madrid und vielleicht habt ihr gemerkt, wir haben es diesmal ein bisschen anders gemacht. Und zwar sind wir ja alle zusammengeflogen. Wir wollten es den beiden kleinen armen Jungs nicht antun, irgendwie 25 Stunden mit dem Bus von Düsseldorf nach Madrid zu tingeln. Deswegen haben wir gesagt, komm, packt euch auch den Flug. Aber wir natürlich Business Class und die auf Holz hier angelehnt, Holzklasse, schön weit hinten. Jetzt gucken wir mal, ob die gleich kommen, denn wir haben noch eine Überraschung für die. Bruder, ich weiß ja nicht, wie euer Flug war, aber unser Flug war todesunangenehm. Mein ganzer Nacken tut so scheiße. Wir müssen gleich für den Masseur gehen oder so. Also, um das zu entschädigen, haben wir noch was Schönes für euch. Hier, feinsten 600€ Schinken, nur ja. Für dich. Natürlich für auch. Dich auch. Für den Mo. Lombio Iberico de Cheto. Das ist heute Mittagessen. Und auf Nacken noch Croissant. Oh, Ehrenleute. Ja. Der fragt den Stewardess-Typen so, Hallo Madrid? Der so, oh Barcelona. Oh, you mean soccer? No, I don't like soccer. Maybe Atletico Madrid. Das ist lecker Croissant aus der Business-Klasse. Wie eine Würgeschlange. So, hier auf der Straße ist unser Hotel. Fängt schon mal gut an. Wo sind wir hier gelandet? Ich glaube, heute Abend schlafen wir gut. Hier direkt Baustelle vor Tür. Morgens um 9 Uhr bestimmt, weißt du? Ja, safe. Ein Sterne-Hotel. Schauen wir mal, ob sie den Stern überhaupt verdient haben. Ey, wir haben halt nur 100€. Flug war so 60€. Und Hotel glaube ich so 40€, also eigentlich sind wir jetzt aktuell im Stand vielleicht. Wir holen gleich raus, vertraut. Aber vertraut. Ja, wir werden uns was einfallen lassen, denn wir sind Dribbler. Bruder. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin auch sprachlos, wir sind hier gerade im Hotel, die haben uns behandelt wie Könige. Yeah. Guck, allein dieser Flur und wir gehen jetzt erst einmal ins Hotel. Hier, Zimmer. 304. Kommt uns besuchen. Ey, ich hab Angst. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet, Alter. Ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Okay. Boah, nein. Das kannst du keinem erzählen. Und da geht's einfach um die Ecke, Junge. Was ist denn hinter dieser Ecke? Nein. Schick mal die Dusche. Oh mein Gott. Bruder. Aber ich geh safe baden, Alter. Hey, das ist es doch, ist das jetzt hier 59? Die haben doch noch gar nicht auf. Ey, Bruder, keine Ahnung. Ich glaube, wir müssen noch ein Stück das weiter. Check-in oder? Ich schlafe heute hier. Ach du Heilige, Miss Unas. Und das hier soll unser Hotel sein. Also ich weiß nicht, wo kann man denn also da überhaupt klingeln? Wirkt auf jeden Fall seriös mit dem Graffiti da. Das ist unsere Absteige für heute halt, ey. Wenigstens können wir uns massieren lassen. Die Massage ist wenigstens da, ne? Wir haben ja eh Nackenprobleme. Können wir gleich direkt dahin gehen. Können wir gleich erstmal Nägel machen, weißt du? So, einchecken konnten wir jetzt leider nicht. Müssen noch ein paar Stunden warten. Ich weiß nicht, ob wir das so wirklich heil überleben oder ob wir dann morgens vielleicht mit einer Niere weniger aufwachen. Aber das Treppenhaus ist cool. So Leute, wir sind eigentlich schon pleite, aber wir haben jetzt gerade noch mal die letzten 5€ gefunden und scheinbar ist das in Madrid hier so ein Ding, dass hier einfach
Rubbellose verkauft werden. Deswegen, wir gehen all in, wir setzen diesen Fünfer und hoffen, dass wir dann jetzt mehr Geld haben. Damit wir noch irgendwie Mittagessen bekommen. Damit wir noch ein bisschen was essen können. Ey, vielleicht sind wir danach dann komplett blank, dann müssen wir halt bei den Jungs schnorren. So, was will man machen? Man fragt sich jetzt natürlich, quanta costa, wie viel hat das gekostet? 1.300 Euro für uns. Und damit sind, ich bin nicht der Beste im Rechnen, aber auf jeden Fall irgendwie um die 2.000 Euro weg. Für Flug, Flug und Hotel. Hotel. Das heißt, wir haben noch 7K. Was? 8.000. 8K. Und dafür haben wir natürlich auch noch die Tickets geholt, sagen wir euch gleich. Und den Rest können wir auf den Kopf hauen, Alter. Also den nimmst du safe mit, Alter. Wohin? Nach Hause. Bruder, ich habe halt nicht mal eine Ahnung, wie das funktioniert, ne? Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt kurz aus Hotelzimmer von den anderen. Und dann machen wir... Und holen hier hoffentlich die 7... Ey, wenn wir die 7,5 holen, ne? Ey, dann heute eskalativ. Dann schnell Tickets dann umbuchen, weißt du? Holzi und Mo warten gerade noch unten. Wir gehen jetzt mal runter zu denen und dann gehen wir zu deren Hotel und dann checken wir die City und was weiß ich. Aber ich glaube, es ist safe to say, dass wir ein Maschala-Zimmer haben. Also auch sehr schönes Hotelzimmer, ungefähr so wie bei uns. Was ist eure Mission gerade? Ich check gar nicht. Wir haben noch 5 Euro gehabt. Mo, zeig die Dinger. Wir haben jetzt Solutions. Was ist das? Wir probieren jetzt. Rubbellose, wir probieren jetzt. Wir probieren jetzt Geld zu vermehren, Bruder. Mit letztem Cent, Junge, Glückscent, weißt du? Nein, das läuft doch, schon. Da kommt jetzt was rein, Alter. Ey, das hat uns sogar Jesus verkauft, ne? Der Typ hieß Jesus, Alter. Also wenn das jetzt kein Glück bringt, dann... Ja, hier, scheiße, hey. Schon mal. Das ist eine 2, Junge. Ey, Bruder. 2,5. Was passiert da, Junge? Halbe. Was können wir noch gewinnen? Das? Mach einfach weiter, keine Ahnung. Ja, warte. Warte. Ja, 6,5. Haben wir auch den Euro gewonnen. Den Euro haben wir auch. Den nehmen wir mit. 3 Euro haben wir schon mal. Ein paar Sekunden später. Also wenn ich das Spiel richtig verstanden habe, haben wir gerade 3 Euro gewonnen. Oder anders ausgedrückt, 2 Euro verloren. Nochmal 3 Lose, oder? Komm, 3 Euro sind wieder da. So, wir haben die nächste Bumsbude gefunden. Versuchen jetzt mal unseren Gewinn da einzulösen, ne? Vielleicht sind es ja doch die 7.500 Euro. Uiuiui, gerade kam hier noch einfach so eine Dame rein, die uns ein Geschenkchen gemacht hat. Zitronenkuchen oder sowas. Ja? Mhm. Hat sich gelohnt. Sieht nicht so vielversprechend aus. 2 Euro, 3 Euro, jawohl. Die Frage ist... rausholen oder weiter investieren? Sollen wir nochmal riskieren? Ja, komm. Wir riskieren nochmal. Muss immer. Muss riskieren. Aber welche? Soll gleiche nehmen oder? Gleiche nochmal, auf Glück. The same? Schauen wir mal. Was dabei rauskommt. Macht das auf gar keinen Fall nach. Wir haben jetzt beschlossen, wir machen das so lange, bis wir bei Zero sind oder halt was dickes Gewinn halt. Ne? Jetzt wieder 3 Dinger, wir schauen einfach mal rein. Wirft eine 5 und eine 5,5. Bruder, wenn wir jetzt mehr als 5,5 haben, dann haben wir 7.500 Euro. Dann ist Feierabend, ne? Bruder, dann raste ich hier komplett auf. Okay, erste Zahl. 1,5. Wir fangen nicht gut an. 2. Wenn das jetzt über eine 3, nee, eine 3 reicht. Eine 3 reicht und wir haben 7.500 Euro gewonnen. Betet, Leute. Nein! 12 Sekunden später. Meinst du, wir hätten die 3 Euro besser investieren können? Auf jeden Fall hätten wir die 3 Euro besser. Wir hätten die ganzen 5 Euro besser investieren können. Aber ey, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Aber Glücksspiel nicht gut. Seht ihr ja, wie es geendet ist. In Schulden. Wir sind jetzt hier alle zusammen in der City unterwegs. City of Madrid. Denn erstmal müssen wir auch mal was snacken. Ich meine, mit unseren circa 8K müssen wir uns jetzt so viel Gedanken machen. Ich bin versorgt, danke euch Jungs. Wir achten auf unsere Mitmenschen. So, das Ganze hat jetzt 108 Euro gekostet. Ey, danke Jungs, ihr seid die Besten. Aber wirklich gar kein Problem. Alles gut, entspannt. Das ist einfach mehr gewesen als unser ganzes Budget. Ja. Wir haben ja auch noch eine gute für den Mo gefunden. So, mach mal hier. Hola. Hola. Thumbnail. Gracias. Du dir da noch ein Mäuschen geklärt, Alter.
Das ist ja... Heute Abend ist gerettet dann, ne? Ja, ja, ja. Was soll man sagen? Weißt du, ich brauche kein Disney Plus. Ich habe Disney bei mir zu Hause. So, es war hier kurz der Real Madrid Fanshop. Leider nichts gefunden. Und noch so viel Geld. Scheiße. Hotel, die zweite. Diesmal konnten wir einchecken. Oh, ich blute. Egal. Ja, komm. Wir zeigen euch einmal eine schöne Tour in unserem riesen Hotelzimmer. Also hier wird Sauberkeit sehr großen Wert dran gelegt. Mann. Aha! Es riecht auch minimal nach Scheiße, muss man sagen. Es riecht einfach so, als ob jemand legit vor 5 Minuten einen abgeseilt hat und danach kommt es. Ohne aber, Spaß. Aber ey, hier. So, ja, das, wir haben übrigens nur ein Bett und das ist auch nicht ganz so groß. Wir haben auch eine tolle Decke, glaube ich, ne? Eine Decke müssen wir uns auch teilen, das ist einfach so ein Teppich. So ein Stück. Du, das ist einfach wie Teppich, Alter, was ist das denn? Ah, das Beste ist, ja, wir haben hier kein Fenster. Ah doch, da ist doch ein Fenster dahinter, sehe ich doch. Da. Fenster. Fenster zum Gang davor, genau wie da. Junge, das Ding ist schon so milchig, dass du da nicht durchsehen kannst und dann machst du da so eine Gardine dran. Hey, guck mal, hier gucke ich Fernsehen und dann gucke ich hier um die Ecke und dann ist da einfach so ein Typ in der Badewanne. Das ist geisteskrank. Ja, aber muss ich es auch mal gut gehen lassen. Und jetzt hör auf, dir da unten rumzuspielen, Junge. So, da der Sigi die Badewanne ja jetzt schon eingeweiht bzw. entehrt hat, wird für mich Zeit, mal die Dusche abzuchecken. Da kann ich mir jetzt leider nicht mit reinnehmen. Das ist ja privat. Ich hoffe, dass der Sigi sich da gerade im Bett nicht ein von der Palme wedelt, weil sonst werde ich fuchsteufelswild. Tom schneit das episch. Lässt man sich gut. Nicht nur schlafen hier, wir müssen noch ein Spiel gucken, ne? Ach, das ist ein Spiel, ne? Ja, ja. Gut, ne? Ja, probieren wir. Outfit check, Leute. In Black. Wir gehen jetzt ins Estadio Santiago Bernabéu. 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 Toni Kroos. Der heute ein Tor mit Ansage. Aber Paris wird es trotzdem machen. Mal sehen, ob unten die Stricher sind. Die gibt es ja auch noch. Vergessen wir immer, dass wir da noch so zwei Kakerlaken dabei haben. Ne? Ich gehe noch kurz einen abseilen und dann geht's ins Santiago Bernabéu, por favor. Gracias. Siehst du, direkt geregelt. No, Germany, Germany, Deutsch. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Stadion. Toni Kroos. Madrid. No. Hala Madrid. Hala no, Madrid. Toni Kroos no juega. Toni Kroos, besser Mann. Und Freunde, zieht euch das rein. Was ist das für ein krankes Teil? Der Holzi musste kurz noch irgendwie anders diese Rechnung begleichen vom Taxifahrer. Ja. Aber wir sind jetzt hier alle vom Stadion. Ich würde sagen, voll die Autos am Start, ne? Wir gehen jetzt mal hin. Müssen jetzt mal gucken, wo wir reinkommen, ne? Und checken mal die ganze Lage ab, ne? Also, wir sind ja, das ist ja gerade das Vorspiel von diesem Vlog. Es geht ja jetzt erst richtig los. Watch out for Pickpocket. Der Mo, der macht's auf die Homo-Basis. Der geht außen rum. Du darfst Thumbnail machen. Thumbnail, Thumbnail. Verstanden. Ich verstehe gar nicht. In der Masse. Wie finden Sie das hier, Mo? Sehr gutes Ambiente hier, 10 von 10. Wie sehr freust du dich schon auf das Spiel im Stadion zu gucken? 100. 100? Wow. Komm, einer muss mal gucken, was da abgeht. Auf jeden Fall sehr, sehr geisteskrank. Was sagst du dazu, Spidey Lukas? Also ich freue mich heute das Spiel zu sehen, live im Stadion. Ich auch, Bruder. Ich auch. Wir haben ja noch eine kleine Überraschung für dich, Mo, ne? Hast du die Tickets jetzt dabei? Ich hab dir die doch eben geschickt, ne? Nein. Hast du die Tickets nicht? Ich habe auch keine Tickets. Wir beide haben keine Tickets.
Wir sind einfach hier jetzt in Madrid. Guck mal, ohne Tickets. Wir müssen jetzt gucken, wo wir das Spiel gucken. Digga, es tut mir leid, aber die Tickets waren übertrieben teuer. Du dachtest doch nicht, dass du für 100 Euro Budget jetzt hier schön real in PSG gucken kannst. Wir waren ja schon drüber, bevor wir hier waren. Ja, eigentlich schon, ja. Also deswegen, machen wir eine kleine. Wir machen heute ein bisschen Altstadt-Tour, kann man sagen. Bisschen gucken und so. Ja, ja. Ist, glaube ich, auch witzig, ja. Er reagiert auf jeden Fall gechillt, ne? Den juckt gar nichts, den juckt. Ich dachte auch, der rastet gleich hier auf. Ich dachte, der fickt uns, aber. Ja. Ja, gut. Also wir können auch versuchen, uns reinzuschmuggeln, so ist es nicht. Hast du hast ja gesagt, du hast Tobi dabei. Ich sag mal ganz kurz, wollt ihr wissen, was unsere beiden Tickets gekostet haben? Gerne. Zusammen über 3.100 Euro. Ey, das ist doch was in unserem Budget drin. 3K für zwei Tickets. Die drehen durch hier. Für 90 Minuten, ne? Wir sehen jetzt noch einmal kurz den Clip von Mo, wo ich dich gerade gefragt habe, wie sehr freust du dich auf das Spiel im Stadion? Wie sehr freust du dich schon auf das Spiel im Stadion zu gucken? 100. 100? Wow. F in den Chat für Mo. So, Anpfiff, Toni wartet, ne? Wir sehen uns zurück. So, jetzt kommt der nicht ganz so spannende Teil. Wir sind ein bisschen aufgeschmissen, weil wir haben nichts geplant und wir wissen auch nicht, wo hier überhaupt was geht. Wir stehen halt da 20 Minuten an. Hier ist eigentlich unser Eingang. Bruder, wir sind doch einfach nur lost. Jetzt der Moment, ob wir gescammt wurden oder nicht. Moment der Wahrheit. Wir wurden nicht gescammt. Wir sind drin. 3.100 Euro und irgendwas zerquetschte hier eingeblendet, haben sich gelohnt. Ab auf unsere Plätze. Jetzt geht's los. Mo, du Kleiner. Guck mal da, Hala Madrid Bus. Der Bus kommt. Wir werden jetzt eins mit der Fangemeinschaft. Wir sind Menschen vom Volk, weißt du? Ja, ja. Abgehoben. Wir sind nicht abgehoben. Wir gucken hier schön in Kneipe mit den Leuten von Madrid hier. Weird. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein. Oh mein Gott. Ich glaube, wir haben die geisteskranksten Sitze. Wir sind zwar nur Reihe 4, aber ich glaube, es ist trotzdem anders Premium. Okay, Leute. Ich zeige euch jetzt mal die Aussicht. Das ist kriminell. Das ist wirklich kriminell. 3, 2, 1. Das sind 4 Meter. Höchstens. Wir sind wirklich 4 Meter vom Spielfeld entfernt. Überall Blaulicht. Du hast hier abgeht hier. Die sind hier. Die Kollegen sind schon hier ready, Junge. Die sind auch komplett ready. Bruder, renn mal voll gegen den. Ich weiß nicht, was heute für Endstand kommt, aber danach Schlägerei. Ja, danach wird hier die Bude brennen. Und wir haben hier einen schönen Spot gefunden. Und zwar können wir da hinten. Ja, hier, wo die ganzen Leute sind. Schön mit den Madrid-Fans. Da können wir gucken. Da ist auf jeden Fall eine Leinwand. Wir haben ja kein Geld mehr. Drinnen reingehen und was kaufen ist nicht. Jetzt stehen wir jetzt hier draußen und feiern mit den Leuten hier. Und hoffen. Wir wollen uns nicht verkloppen gleich, ne? Ganz genau. Wenn du dein Auto hier stehen lässt bei Spieltag, dann bist du komplett bescheuert. Also wirklich. Also die Autos gehen hier safe alle schrott. Die standen ja teilweise sogar auf den Autos. Das ist ja komplett egal. Kurz noch ein Wasser gekoppt auf den hier. 2 Euro wieder weg vom Budget. Schmerzt natürlich, aber ey. Ich glaube, wir beide kommen gerade nicht auf diese Plätze klar. Wenn da Toni Kroos hier einen Freistoß reinhaut und dann zu der Eckfahne rennt und da jubelt. Ich weiß nicht, was ich mache. Dann kriegen wir seinen Schweiß ab und dann mache ich so. So, das ist sein Schweiß. Oh! Ew! What the fuck? So viel zu dem Thema, die Leute steigen hier auf die Autos. Gerade noch gesagt, 2 Meter später. Bruder! Stell dir mal vor, du kommst hier morgen hin, siehst dein Bar. Bruder, guck mal, das ganze Ding. Das ganze Ding ist schrott. So, das heißt, Aufwärmen geht jetzt los und gleich sind hier direkt 5 Meter vor unserer Nase. Messi. Messi? Oh. Neymar. 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 Boah, und da haben wir was von Neymar. Mbappé. Alter!
Das ist ja wirklich. Jetzt passt der Jenne. Champions League Musik startet. Das ist ja wirklich krank. Hören wir das Spektakel von außen. Yeah. Wir sind nach Madrid geflogen, um das Spiel nicht zu sehen. Perfekt. Das Stadion zu sehen sind wir geflogen. Einfach für das Feeling. Für den Flex. Wir haben herausgefunden, mit 100 Euro siehst du auf jeden Fall kein Champions League Spiel in Madrid. Nur den Fernseher. Und den auch nur so halb. Bruder, das Ding ist, wenn PSG ein Tor schießt, dürfen wir nicht zu laut jubeln. Wir werden auseinandergenommen da. Wir werden so eine Bierdusche hier kassieren, wenn 100%. Aber wer hätte gedacht, dass wir uns so eine Spiel haben? Schwierig, wenn man kein Geld hat, ja? Wenn da Toni Kroos hier einen Freistoß reinhaut und dann zu der Eckfahne rennt und da jubelt. Ich weiß nicht, was ich mache. Dann kriegen wir seinen Schweiß ab und dann mache ich so. So, das ist sein Schweiß. Nice. Nicht die einzigen, die hier gucken. Ja, hier stehen bestimmt noch 50, 60 Leute einfach auf so eine Leinwand. Gar nicht mal so viele Chancen irgendwie. Ne? Real stark angefangen und stark nachgelassen. Schnell wie ein Blitz, Alter. 39. Minute. 1-0 PSG. Vorbereitet von Neymar. Insgesamt 2-0. Schwer. Halbzeit und man muss sagen, Real Madrid wirklich anders schwach. Kein einzigen Elastico vom Vinny gesehen. Der Toni hat keine Rakete abgefeuert. Das ist wirklich schwach, Toni. Und das Ding ist, Real muss kommen. Stand schon 1-0 Hinspiel, jetzt wieder 1-0. Also von nix kommt nix. Wenigstens gibt es hier Leute, die hier direkt sich um die Sauberkeit kümmern, weil das ist ja wirklich geisteskrank. Party geht hier ab, ja, Alter. Das ist ja geisteskrank hier, was hier abgeht. Ey. Der Mo sich so gefreut auf das Stadion. Jetzt laufen wir immer noch draußen rum, Alter. So, wir sind wieder bei unserem alten Spot angelangt.
Was passiert hier? Was passiert hier? Was ist das hier? Ich fliege Gläser, Bruder! Egal, was die anderen gerade im Stadion erleben, das hier ist geisteskrank. Das ist ja anders. Für 0 Euro. Ja, wirklich. Ne? Ey, die sind alle crazy hier. Yeah, vamos! Ein paar Sekunden später. Es war auf jeden Fall ein ultra krasses Video, weiß ich jetzt schon. Geile Erfahrung. Dafür unbedingt ein Like da lassen, damit wir mehr Paris, machen. Aber jetzt ist er Madrid-Fan geworden, kann man sagen. Wir konnten nicht für Paris sein. Wir mussten für Paris. Ja, ja. Lasst Like da, Abo auf Nacken. Hier gönnen Leute. Geisteskrank. Der Holzi. Der reißt jetzt noch hier. Ja, jetzt wird noch die Innenstadt abgerissen. Yeah, man! Boris, bist du's? Haut rein, ciao.